So, Freunde, meine Haare werden heute mal wieder noch weniger. Ich habe gerade mal mein Söhnchen gefragt, ob er mal hier den Friseur machen will. Wie sieht's da aus? Ja. Ist der Friseur startklar? Ja. Komm, du darfst meine Haare zersäbeln. Du kannst dich rächen für 13 Jahre Erziehung. Mach ich. Okay, ich bin ja gespannt, was dabei rauskommt. Aber ich halte mich ja auch für super mutig, aber ich vertraue ihm auch, ne? Ich glaube, er kann das. Kannst du das? Safe. Safe. Okay, dann schauen wir Moment. mal, was dabei rauskommt. Wir brauchen mal kurz hier einen Stuhl. Holz. Ja. 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 Also, jetzt gibt es noch einmal kurz. Ah, machen die vielleicht vorher schon irgendwo? Tai Mai. Tai, Tanz in den Tai Mai. Tai Mai, in den Mai. Guck mal. ich fühle mich hier schon Ja, wie beim ich filme. Profi. Also, ich gebe mal hier die Kamera an dich. Aha. Kannst du einmal kurz rundherum, so vorher, nachher? Ja. Ja, ich gebe dir Mühe Damit gleich. wir wissen, was wir Weil wo wieder ankleben sonst müssen. müssen wir ganz schnell einen Termin machen beim Friseur. Hey, Notfallfriseur. haben wir nicht so einen Umhang? Nee, die Kinder oben hatten. Alter, dann bin ich gleich voller Haare. Deswegen lieber vielleicht. Warte mal, Handtuch können wir darauf Ja, hängen. irgendwas. Hat eh schon so viele Stimmt. Haare gefühlt gerade. Ja, Ja, eben, aber trotzdem, die, die mir runterfallen, die sind dann hier in den so, Klamotten. Das geht bitte. so Ja, nicht. nee, genau. Am besten Pulli ausziehen, vielleicht Sonst. Hose Haben wir so ausziehen. einen Pinsel? Genau, soll ich mir noch die Unterhose Ich habe ausziehen? so einen Backpinsel im Busch. Dann geht er. Silikonbackpinsel. Nee, warte mal, ich habe bestimmt. Ah, ich komme gleich. Hier, Oh, fest. das wird Ich habe jetzt. gleich. Ja, was ist denn jetzt los? Ich hab gleich was. Oh, mit was kommt Mama wohl gleich hier angelaufen, ey? Geht das noch So. enger um den Hals, Herr Doktor? Hier. Wir brauchen noch eine Nee, wollte ich Wäscheklammer. es gerne eigentlich. Die Tasse ist Hau doch ab mit dem Ding verstaubt. hier. Ey, dann Ich habe eine ersticke ich lange Tasse. Wie sofort. geht's? Also Mama, also wie wollen Sie es haben so? Hier, ne, wir werden eine Wäscheklammer hier, dass das hier mal zu bleibt. Okay, ich mache einfach, Nee, ne? warte mal kurz. Was Kurz denn? Wäscheklammer. Sonst nutzt das ganze Handtuch nichts. Eine Not. Mach es richtig zu. So. Hier, er stellt es schon voll in Gange, ne? Hast du da auch was draufgesprüht gerade? Nein. Aber solltest du. Nee, warte Stimmt. mal. Kannst du mir diese Flasche geben, dieses Sprühflasche? Aus irgendwas, was ist so schön? Ja, halt fest. Also eins steht ja fest, Praktikum brauchst du beim Friseur nicht mehr, ne? Ja, ich warte. Ey, es geht schon los hier. Du Ja. kannst gar nicht bremsen. Ich mach 14 erstmal, ne? Was? 14. Das sieht so aus wie du? Nein, ich hab 0. Nein. Hatte, Null? ich hatte 0. Tob dich aus. Man muss ja Nee. auch Fehler machen können, Mama, ne? mach. Ja. Wer in seinem Leben keine Fehler gemacht hat, der hat gar nichts gemacht. Kennst du den Spruch? Ja. Ja. Also schlimmer als, weiß nicht, als das sage. Was? Du musst erst die Haare trocken schneiden. Ja, Mit ich diesem weiß, Schuss ich kann das vorne. schon. Du kannst ja danach, falls du noch irgendwas nachschneiden willst, da mit Wasser. Naja, was denn? So. Also Ich hätte auch an deiner Stelle Angst. Noch nicht die Flasche. Noch nicht die was. Flasche, Warum? brauchst du nicht. Nee, weil du, sie machen immer erst trocken mit der Genau, wenn das Maschine. nass ist und du mit dem Elektrogerät da ran willst. Warte, kurz Okay, überlegen bye kurz. bye Haare. Warte mal. Mach schön mit euch. Okay. Ich würde ein bisschen durchziehen, genau. Macht man das so? Zack, zack, zack. Herz, Ich Herz, weiß nicht, er Herz. sitzt immer so mit so einer Maschine, keine Ahnung. Du musst dann auch so sagen, so, können Sie bitte den Kopf nach vorne machen oder Machen wir nach so, vorne. ne? Ja, so? Ja. Also immer sagen, was du willst, ne? Also ich glaube, hinten den Haarensatz, den kannst du so machen wie bei dir. Hä? Nee, ich hätte das Doch, einfach auf Null. von 0 auf irgendwas für. Ja, ich mach hier auch die dann auf 0. Nein, das sieht dann hässlich aus. Ja, was für. Nee, im Ernst jetzt. Nicht auf Null. Ich mach nicht gleich auf 0. Auch die Seiten, gar nichts auf Null bei Papa. Das ist doch auch nur sozusagen. Das ist doch nicht so kurz cool, Das weil die ist doch 0, Seiten was kommst du? Guck doch hier. Ja, das das ist hier. aber der Hals. Ja, das hier auch. Mach ich weg, weil das ist nicht so übergewachsen. Nein, das soll so Das bleiben. sollte nicht Mä, so, der hallo. sollte nicht wie ein Höhlenmensch aussehen. Genau. Das sieht aus wie ein Höhlenmensch. Also, Okay. rasier mich ab. Mach aus mir irgendwas, Nein, nee, du musst aber einen kein Aufsatz haben. Höhlenmensch. Aufsatz haben, Ich bitte. werde. Schnucki, er will ohne Aufsatz jetzt arbeiten. Nein, Das ich mach geht wie nicht. ein Zickzack. Esch! Oh, ich kann nicht. Ich will nur, ich guck da nicht hin. Er macht das schon.
Wir vertrauen dir. Wow, dann machst du da gut. Ja, natürlich. Du musst auch deinen Kindern ein bisschen was zutrauen. Das würde Max niemals machen, auch in dem Alter sowieso nicht. Also Friseur ist ja auch ein guter Job, ne? Ja. Man hat immer kannst mit Leuten zu tun. Kannst du auch machen. Kannst du mal was Strähnchen machen. Ich finde es sowieso gut, wenn du deinen Fahrstein kannst. Ja, ne? Das finde ich auch gut. Gehst du auch einen Kaffee in deinem Friseurladen? Das kannst du selber machen. Ich habe gerade überlegt, ob ich auf Pflaster geht, um das Ohr wieder festzukleben. Meine Haare sind gut. Die Haare sind auch schon abgefallen, also ein paar mehr. Wie bitte? Er hat die Haare abgeschnitten. Ist doch aber der Sinn der Sache gerade, oder? Ja, ja, ich weiß. Aber eigentlich fand ich die gar nicht so lang. Doch, das war es. Ich sah auch die Hünden ein. Ich stehe gerade in der nassen Badewanne. Wieso ist sie denn nass? Weiß ich nicht, hat irgendjemand hier was gemacht? Geduscht? Warte mal, hier ist 0, dann muss ich jetzt 3. Willst du wieder so eine Steigerung haben wie bei ja, Leon ich, damals? Ich mach ihn dann auf 3 in die Seiten, ne? Wolltest du die Seiten auf 3, auf 6 oder auf 9 haben? Mach mal. Wenn du meinst, so, dass ich kein Höhlenmensch bin. Befrei mich aus der Höhle. Also eigentlich fühlt sich das alles ganz gut an, was er da macht, ne? Ja. Sieht doch gut aus, ne? Mhm. Okay. Machst du gut. Und nachher können wir zum 1. Mai Feuer irgendwo hier? Mhm. Gibt's das echt? Das heißt doch Osterfeuer. Keine Ahnung, ich riech schon... Aber jetzt brauche ich dieses Wasser ein bisschen. Ja. Du willst jetzt mit der Schere arbeiten? Die wir nicht haben? Eigentlich. Ich finde auch Schere braucht man nicht. Einfach mit dem Rasierdings da. So musst du kämpfen. Friseur, mein neues Hobby. Mhm. Aber ich finde das ganz cool, ne? Boah! Alter Schwede, kannst du mir gleich einer Wasser über den Kopf hauen? Boah, ich bin zu viel. Da kommt so viel raus. Was war jetzt neu? Was machst du jetzt? Ich mache jetzt noch 3 neuen zu lang. Ja, aber kannst du dann jetzt, musst du das trocken machen, das geht nicht mit Nassen. Ach so. Vielleicht, ja, dann tut das. Warum wurde das jetzt nass gemacht? Weiß ich nicht. Um zu gucken, wie das aussieht? Er hat schon irgendeinen Plan. Ja, man, wie gesagt, man muss Fehler machen. Ja. Dann halt. Ein Mensch, der keine Fehler macht in seinem Leben, der hat gar nichts gemacht. Er hat ja schon Locken, aber... Nee. Keine Locken. Da fallen doch die letzten Haare raus. Das ist nicht mehr viel, ne? Naja, geht. Sind wir schon fertig? Nee. Ich hab erstmal geguckt, wie bei 9 aussieht. 9 war zu viel, deswegen machen wir noch 3. Nee, mach es nur 6. Hä? Mach es nur 6, nicht 3. 3 ist zu viel. Ja, ich krieg schon gleich weg, oder? Ja, ich weiß nicht, wie die Haare jetzt. Ich hab mir ungefähr so seit 30 Jahren nicht mehr die Haare geföhnt. Ja, ne? Fertig. Kochen. Ich dachte immer, zum Schluss wird geföhnt, ne? 3. Hast du gerade gemerkt? Mach 3, mach 6 bitte. Mach 6. Hast du gerade gemerkt? Er merkt sich, wie er das macht, ja. Nein, ob du gerade gemerkt hast, dass wenn man mit der Kamera auf 10 cm die man rangeht. Ja. Jetzt muss ich kurz überlegen. Wahrscheinlich, also 3 mache ich so, wahrscheinlich eher das hier, 3 wenn ich oben 3 ist, ist es hässlich. Das ist kurz. Mach bitte 6. Ne? Mach bitte 6. Lass ihn, der soll kein Neandertaler mehr. Ich möchte aus der Höhle raus. Das ist zu viel. Habe ich doch gerade gesagt. Was hast du denn jetzt genommen? 3.
Aber ich habe vergessen, dass er blonde Haare hat, dass man das dann nicht sieht. Oh. Egal, also ich muss die nächsten jetzt, Tage muss jetzt nämlich. Papa, ich muss jetzt. Nee, aber doch nur da unten. Dann mach doch den Rest jetzt länger. Dann 6. Jetzt hast du 3, dann 6. Das ist zu viel. Was machst du? Ich muss jetzt. Das hat da hinten wenig und 4 vorne lang. Oh Gott. Egal, muss jetzt. Kann man das auch mit Betäubung kriegen hier? Warum? Damit man das nicht mitkriegt. Dann machst du über dir, bei sich selber. Halt, das ist. Bei mir war ich ja auch. Ich guck mal, hier ist der Kurs. Aber, und nicht. Bei einigen ist, machen die bis oben Kurs, aber ich habe ja nur hier ganz. Hier ja, so ja, das stimmt. Und so mach ich halt auch jetzt. Da sieht man nicht richtig. Na gut, das wächst danach. Ihr könnt nachher pushen. Das wächst schneller nach. Weißt du, wer aussieht wie Martin Luther? Ich wollte gerade sagen, er hatte doch hier auch irgendwie so ein. Ihr könnt nachher Bushido zu mir sagen. Ja, oder so. Wer muss noch über dann rein? So, hoffe ich. Ja, kriegst du es dann hin? Oh. Na dann, lass uns überraschen. Okay, Dienstag für Sattermin? Mhm. Oder kriegt er das hin? Ich hoffe, dass er es hinkriegt. Ich bin mir selber gerade nicht so ganz sicher, aber. Was? Was? Wenn der Fahrer sich nicht mehr sicher ist, wo er hinfährt, also wo fahren wir denn dann hin? Warte mal. Aber auf jeden Fall nicht nervös werden, ne? Das macht alles nichts. Ja. Vielleicht kannst du dich alles ab. Gibt auch viele Leute mit Glatze. Das wächst wieder nach. Du musst hier gleich Übergang machen, ne? Ja, weil das ist sonst zu. Sieht aus so, wie so. Guck mal, 3 und hier ist 24 oder so, ich weiß. Deswegen mache ich jetzt hier erstmal 6. Aber bis wohin machst du das dann? Bis hier so. Okay, aber dann ist Schluss, ne? Aber mach den Kopf runter. Kopf runter. Ist das wirklich auf 6? Ja. Ich will kein Höhlenmensch sein. Ich will kein Höhlenmensch sein. Ich will kein Höhlenmensch sein. Doch, ist vielleicht auch nicht so schlecht. Also für mich wäre das ein bisschen so, was du wie bei dir. Er hat aus dir so einen modernen Papa gemacht. Ja, das wäre ein Huppel. Papa, was habe ich hier gemacht? Achso, nein, achso deswegen. Warum hast du hier so einen Huppel, Schnucki? Deswegen. Keine Ahnung. Ich habe mich gefragt, warum das hier immer so. Achso, ja, das ist hier so ein Strich. Wir wären doch alle Transhumanisten, vielleicht bin ich schon einer. Ja. Nein, aber eigentlich sieht es so gut aus. Krass. Ja. Aber musst du hier an den Seiten nichts machen? Also hier und da? Was glaubst du, was so manche Leute mit Glatze lieber für eine Kopfform hätten nur? Aber das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich muss ja diese Haarlinie hier, wo die anfangen zu wachsen, extrem. Oh, ja, die rutscht immer wieder. Die ist nicht am Arsch. Das nennt sich hoher Haar. Hoher Haaransatz. Genau. Hast du super gemacht. Jetzt bin ich schon fertig? Ja. Und was ist vorne? Vorne muss gar nichts. Kann ich mal eine. Nee, du hast. Kann ich mal hier. Kannst du mir mal Spiegel geben? Ja. Achso, warte mal ganz kurz. Hier, wo ist der Kamm? Okay, so sehe ich aber nichts. Muss ich an der Seite ein bisschen was weg? Ja, hab ich auch gedacht, so ein bisschen, weil es ein bisschen. Doch, hat hier. Ja, natürlich. Hier vorne. Und da. Ich gebe dir kurz mal einen Tipp, wie man vorne die Haare macht. Habe ich beim Friseur abgeguckt. Meinst du hier vorne? Ja, Papa meint hier wahrscheinlich. Geh mal her. Warte. Achso, Maschine. Aber stell dir den richtigen Dings ein. Nicht zu doll, also nicht zu kurz. Aber ich habe doch bis hier bis 3 gemacht. Warum ist hier nicht 3? Das rutscht da so ab. Einmal. Nee, soll nicht. Das ist, was, hier ist im Moment so eine Kante, Papa. Aber nimm da mal mit 9 auf. Ja, natürlich muss das hier auf 3. Nee, nicht so kurz. Ich hab doch hier überall, hier muss eigentlich überall 3 sein. Dann sieht er aus wie du. Nee, ich hab 0. Das ist ein Unterschied. Mach mal wie bei dir, sonst sehe ich aus wie ein Höhlenmensch. Nein, tust du nicht. Mach mal bitte. Ich trau mich nicht auf 0. Man kann sich, ich wollte sagen, man kann sich doch antasten. Mach wie bei dir, aber dann irgendwie 6 oder... Ja, genau. Esch. Oh Gott. Ja, ist okay. Hä? Noch ein bisschen mehr. Was denn? Mach doch mal auf 9 lieber erstmal. Hast du 9? Ja. Ja, mach 9. Papa meint hier an den Seiten ist ein bisschen. Ach so, ja, das ist ja, ja voll die Wolle da. Genau. Okay. Also quasi so aus dem, ja. So, guck mal, jetzt kommen wir der Sache näher. Ja, genau, das ist besser. Guck mal, hinten kann ich das ja gar nicht sehen. Siehst du nicht. Aber an der Seite. Nee, wo hinten ich ist okay, kann, also er hat es gut gemacht. Da war er noch gar nicht. Also jetzt, das jetzt gemacht. Ja. Ja, also eigentlich ist es gut. Was?
Du hast dir voll viele Haare abgeschnitten. Da hätte ich, das sieht doch voll verwuschelt aus hier. Also Ash, kannst du da nochmal korrigieren, hier? Das ist irgendwie ein bisschen zu... Oder nicht? Hier. Ja. Da so. Ja. Mhm. Weil hier, hier ist auch was. Ja, genau. Ja, genau. Ja, so kommen wir der Sache näher. Ja, genau. Sieht gut aus. Bin ich jetzt kein Höhlenmensch mehr? Nein. Ja. Fresh. Ja, Ash, was mit hier? Ja. Bitte. Ja, also sind viele Haare abgekommen. Ja. Bist du fertig und zufrieden mit deinem Werk? Ja. Was ist denn? Ja. Muss man hier nicht machen? Ja, ja. Was sagst du? Man muss es nur so ein bisschen zurecht kämmen und dann. Weil er hat auch, als er die Locken bekam. So eben nicht. So eben nicht. Ja, wie dann? Nee, weil das. Warte, weil dann ist es so komisch auf die. Und Übergang ist halt. Also, ja, keine Ahnung. Ja, gut, ist doch gut. So, gut, dass Papa Locken hat. Ja, das ist besser. Ja, also vielleicht noch ein bisschen Gel? Muss ich das jedes Mal hinruscheln, damit das ordentlich ist? Warum Gel? Nee, Schnuckel, der kommt kein Gel rein. Weg ist es. Na gut, sieht gut aus. Fertig? Top. Ja. Okay. So, kleine Korrektur. Adam macht nochmal selber bei sich. Ah ja. Wir sind schon tolle Friseurmeister jetzt hier, Mann. Ja, wir kriegen mich schon hin frittiert. Aber hat richtig gut abgenommen hinten. Oh, das ist doch auch nicht normal hier, oder? Wieso? Du hast halt so ein krauses Haar. Die drei Haare, dass die bis so weit runterhängen. Aber schon gemacht, hier mal nicht so ein Piss, also nicht so ein gerader Schnitt. Ja, okay. Machst du Zickzack? Macht man so. Habe ich beim Friseur aufgepasst. Ach so, okay. Das letzte Mal, als ich vor 10 Jahren da gewesen bin. Okay. Okay. Und zur Not kann man ja immer noch zum Friseur gehen, ja, ne? Ja, das stimmt. Und ich bin ja auch keine 20 mehr. Da guckt keiner mehr so genau hin, wie das bei mir aussieht. Deswegen ist ich glaube, du hättest an den Seiten Papa mehr wegnehmen müssen. Wenn du sagst, du die ganze Zeit machen Zippy. Ich hab ein bisschen Schiss, ja, weil das bei ihm hier an den Seiten kurz ist und dann kommt von oben quasi wie so ein Helm oder so. Oh je, Schnucki. Nimm den richtigen Aufsatz, ne? Weißt du? Überraschung wie beim letzten Mal. Ja, genau. Okay, Adam, mach das nochmal selber. Das sieht so toll aus, ja. Was ist denn das hier? Das ist deine Locke. Die soll da weg? Nein, die kannst du, wenn du die... Kannst du nicht abschneiden. Das Ding ist stumpf hier, das geht nicht mehr. So, das war's jetzt. Also, so gut hat er das hingekriegt. So gut hat er das hingekriegt. Oder schlecht? Oder gut? Wie sieht's aus? Also ich sehe da hinten nicht so viel. Ich muss mir nachher das Video angucken. Beziehungsweise, wenn ich das bearbeite, dann kann ich da ja ein bisschen was sehen. Aber das Gute ist ja, immer wenn man jetzt hier sowas sieht, man kann immer noch mal so ein bisschen nachschneiden. Man hat immer was zu tun. Genau wie bei der Solaranlage, da kann ich einfach mal so einen neuen Wechselrichter anbauen und habe dann gleich noch mehr Strom. Ich finde es gut. Er hat das gut gemacht. Hast du gut gemacht? Danke. So, bis zum nächsten Mal. Ciao.